Hey Freunde und damit ein herzliches Willkommen bei eurem Tjulfa und herzlich willkommen zum Five Nights at Freddy's Souls Project. Ein Game, zu dem wir vor einem Jahr ungefähr schon mal was gehört haben. Jetzt gab es aber vor ein paar Tagen ein neues Update und zwar haben wir jetzt den Story Mode mit drin. Deswegen steht ja auch New dran, weil er neu ist. Und ihr mögt auch neue Sachen? Zwinker? Dann checkt gerne wie immer den ersten Link in der Beschreibung, Leute. Denn bei Instant Gaming bekommt ihr immer die besten Gaming-Deals. Da könnt ihr euch eure neuen Games kaufen, zu einem ultra günstigen Preis und die Videos hier unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch beim Gewinnspiel mitmachen. Zwinker. Also starten wir mal rein in den Story-Mode vom Souls Project. Und ihr seht, es ist immer noch Early Access. Das heißt, es ist immer noch nicht alles drin. Drücke ich jetzt hier auf Story oder auf Start? Glitchtrap guckt mich komisch an. Leute, ich guck mal, worauf ich drücke. Ihr drückt einfach schon mal auf den Daumen nach oben. Ich drück mal auf Start. Gabriel, Map FNAF 1. Alright, wir gehen rein. Ich hoffe, das war richtig. Oh, wir haben sogar Cutscenes hier drin. Freddy Fazbear's Pizza. Wo Fantasy und Spaß zum Leben erwachen. Okay. Aber ihr habt eben gesehen, wir konnten, wahrscheinlich kann man später noch mehrere Stories auswählen. Wir sind jetzt Tag 1 und wir sind Objective. Finde deinen Weg nach drinnen. Wir sind draußen vor der FNAF 1 Pizzeria scheinbar. Oh lol, ich dachte, die Taschenlampe ist schon an. Okay, wir haben eine Taschenlampe, wir sind mit unserem Auto angekommen. Warte, was ist das für ein Auto? Okay, ich kann nicht genau erkennen, was es für ein Auto ist. Bisschen schwierig. Sieht ein bisschen aus wie ein Honda CRX, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, wir suchen erstmal einen Weg nach drinnen. Außerhalb der FNAF 1 Location. Sind wir irgendwie... Ist das hier eine Gasse hinten dran oder so? Das hier ist doch nicht der Haupteingang. Okay, warte, können wir hier durch diese Tür rein? Ich denke... Nee, die Tür ist verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Durch ein Fenster vielleicht? Hier? Durch so ein Fenster? Nee, das geht scheinbar nicht. Durch so ein Tor? Auch nicht. Wie soll ich denn sonst da reinkommen? Kann ich springen? Nee. Ich dachte vielleicht über den LKW reinklettern. Okay, ich habe gerade mal geguckt. Wir haben auch kein Inventar oder so. Ich dachte, vielleicht müssen wir irgendwie ein Brecheisen rausholen oder kein Plan. Ja, aber dann bleiben ja wirklich nur diese... Was sind das hier für Kabel? Keine Ahnung. Aber hier ist ein Schloss. Aber nee, ich glaube, hier kann man nicht rein, oder? Nee, ich glaube nicht. Wie soll ich denn sonst hier reinkommen, wenn nicht durch die Tür da? Oh, hier ist ein Loch im Zaun. Ich bin jetzt hier komplett... Leute, ich habe hier gerade alles abgesucht, wie so ein Dulli. Hier ist ein Loch im Zaun. Hier können wir... Können wir hier auch durch? Wir können hier durch. Let's go. Warum wird es so dunkel? Hey, meine Taschenlampe hat einfach auf einmal 50% Leuchtkraft verloren. Jetzt ist wieder heller. Okay, keine Ahnung, was das sollte. Wir laufen mal hier lang. Ah, müssen wir jetzt hier irgendwie... Durch so ein kaputtes Fenster rein, oder? Ich meine, was bleibt was anderes übrig, ja? Hier? Ah, oder hier durch den Schacht? Ja! Da war, sah aus wie ein verbretterter Schacht. Wo wir jetzt offensichtlich... Nee, es war ein verbrettertes Fenster. Okay. Objective. Finde das verlorene Spielzeug. Hi, Freddy. Wow, wir sind voll klein. Yo, wir sind ultra klein. Hä, sind wir ein Kind? Oder sind die Animatronics wirklich so groß? Guck mal, die Animatronics sitzen hier alle irgendwo in einem Backroom oder so. Freddy, Bonnie, Chica, alle hier am Abfeiern. Und wir sollen das Lost Toy finden. Ah, guck mal, das ist ein Zusatzraum zu Parts and Service. Und ich werde das dumme Gefühl nicht los, dass Glitchtrap hier gleich unser Hauptgegner oder so sein wird. Hier leuchtet es überall lila. Im Menü war Glitchtrap. Das ist immer ein Zeichen von Gefahr. Okay, wir schauen uns mal um. Wir wollen das... Oh, guck mal. Hier ist alles komplett runtergekommen. Alles ist zerstört. Alte Kästen und was weiß ich liegen hier rum. Alte Kisten. Okay, sehr, sehr wild. Wo könnte hier das Lost Toy sein? Boah, aber wie man das Spiel sieht, sieht richtig komisch aus, ne? Also... Dass die Taschenlampe nur so einen leuchtenden Kreis macht und wir... Keine Ahnung. Wie durch so einen Ring gucken... Ist auf jeden Fall echt uncool. Foxy scheint noch auf seiner Bühne zu sein. Die Vorhänge sind zugezogen. Also sieht es auf jeden Fall so aus, als haben die hier irgendwelche Arbeiten gestartet, oder? Guck mal, hier sind so Gitter
und so Gerüstteile. Keine Ahnung. Hier ist Employees Only. Okay, wir können da nicht rein. Kann ich durchs Büro durch? Nee, ich kann nicht durchs Büro. Okay, wir können übrigens immer noch nicht sprinten. Nur fürs Protokoll. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wenn was Gefährliches passiert, schneller geht nicht. Oh, vielleicht sollte ich die andere Seite vom Security Room checken. Tür ist aufgegangen und irgendwer ist losgerannt. Aber die Tür hier ist immer noch zu. Okay, kann ich überhaupt auf die andere Seite? Hier war doch eben alles zu, oder? Wir haben auf jeden Fall jemanden rennen gehört, Leute. Hier ist auf jeden Fall irgendjemand rausgerannt aus dem Raum. Irgendwer hat die Tür geöffnet und ist losgesprintet. Ich höre Tipps in den Kommentaren, wer es war. Ich gehe mal von Glitch-Onkel aus. Was war das jetzt? Geräusche aus der Küche? Kann ich mich hier drin irgendwie verstecken, oder? Okay, nee, ich kann auch die Knöpfe nicht drücken. Okay, warte, wir gehen mal Richtung Küche. Oh, die Küchentür ist auch offen. Okay, wir schauen mal nach, was in der Küche so abgeht. Hallo? Da ist das Toy! Ist das das Spielzeug, was ich finden soll? Objective. Verlass die Pizzeria. Okay. Kann ich einfach zum Exit raus? Also ich würde mich sehr freuen, wenn ich einfach zum Exit raus kann. Ich fände es fair. Boah, ich habe Angst, dass irgendwas auftaucht. Oder muss ich wieder zum Fenster raus, wo ich reingekommen bin? Nee, ich kann nicht zum Exit. Okay, dann muss ich zum Fenster. Das Exit ist verbarrikadiert. Alter, wie das hier leuchtet, ne? Wie es hier einfach leuchtet. Kann ich hier raus? Oh. Irgendwer rennt? Ich habe irgendwie ein Rennen gehört. Oh! Auf einmal einfach Glitchtrap hat uns geschnappt. Er hat deine Seele genommen. Belohnung? Keine Level unlocked? Hä? Haben wir nur das Level gerade, oder was? Warte, wir haben doch safe irgendwas freigeschaltet. Kann man... Aber ich glaube, man kann ihm nicht entkommen. Ich glaube nicht, dass man ihm entkommen kann. Was ist, wenn ich hier Story drücke? Dann werden uns die Animatronics erklärt. Und wenn ich Story drücke, haben wir hier Gabriel, Map FNAF 1, Fritz auf FNAF 1 und Susie auf FNAF 1. Natürlich die FNAF-Kinder sozusagen, die in ihre Animatronic-Anzüge reingesteckt werden sozusagen. Ihr seht da, Glitchtrap über den Anzügen, wie er die Kinder schnappt und da reinballert. Und wir haben jetzt nichts freigeschaltet? Moment, ich check mal kurz das Update. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch mehr neue Sachen gibt. Neue Sachen habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich habe mal nachgeguckt. Ich habe damals die erste Version vom Souls Project gar nicht gespielt. Ich dachte, ich habe dazu damals ein Video gemacht, aber habe ich gar nicht scheinbar. Wir gehen mal in den normalen Mode, Leute. Und wir haben hier Map FNAF 1, Freddy Fazbear und Easy. Wir schauen mal, was es ist. Okay, scheinbar bin ich hier als Animatronic on the road. Ich kann mich bewegen. Kill the Night Guard. Und wir haben 300 Sekunden Zeit, den Night Guard zu erledigen. Ja, moin. Oh, schade, der Secret Springtrap-Raum ist nicht, Raum ist nicht da. Aber schaut mal, hier sieht die Location normal und richtig aus. Nichts ist kaputt, nichts ist komisch zerstört. Okay, können wir hinten auch rein? Jo, wir können auch hier rein. Aber hier, aha, hier ist der andere Room natürlich zu. Hi, Endosklet. Hier können wir nicht rein, der Raum, in dem wir eben gecached wurden. Also spielt ja das hier rein theoretisch nach dem Story-Mode. Weil der Story-Mode sieht ja aus wie Glitchtrap schnappt uns. Wir werden in Anzug gesteckt. Rein theoretisch. Also, so wird es dargestellt. Wir haben eine Spezialfertigkeit scheinbar. Was ist das? Oh! Kann ich mich teleportieren? Oh, sick! Freddy kann sich teleportieren. Da ist der Night Guard. Er hat uns erwischt und wir müssen zurück zur Stage. Ach, Brudi. Oh, wir sehen immer an dem grünen Licht, wo er hinschaut. Guck mal, gleich guckt das grüne Licht hier rein. Da. Jetzt schaut er kurz hier rein. Jetzt schaut er wieder zurück. Wir warten mal kurz hier. Jetzt schaut er wieder hier rein. Jetzt schaut er wieder zurück.
Und jetzt kommen wir schnell. Hey, grüß dich, Mongel. Und er kriegt einen Jumpscare. Ist das das ganze Game? Ich dachte, hier ist viel mehr drin. Yeah, you win. Let's go. Reward. Immer die Belohnung. Deine Belohnung. Keine Level freigeschaltet. Sehr gut. Hey, okay. Nice, aber wir haben beide Level abgeschlossen. Und ich habe gerade nochmal auf die Seite vom Game geguckt, Leute. Das hier ist jetzt die Early Access Version, aber die nächste Version wurde schon angekündigt. Ich sag euch mal kurz, was da alles reinkommen wird. Weil wir sehen jetzt gerade, ist ja hier auch nur Fritz und Susie. Also wir haben Freddy, Bonnie, Chica. In der nächsten Version wird Foxy noch dazukommen. Im Story-Mode und im normalen Modus kommen auch alle drei anderen Animatronics noch dazu. Und die nächste Version soll scheinbar schon sehr bald kommen, wodurch... Oh, ich habe schon wieder auf Story-Mode gedrückt. So, ich wollte eigentlich in den ganz anderen Modus rein. Hier haben wir nämlich auch Bonnie, was freigeschaltet wird, Chica dann auch. Und Foxy kommt dann auch noch dazu. Damit wir nicht so ein ultra kurzes Video haben, weil ich dachte, Souls Project geht viel länger, schauen wir uns noch The Forgotten Ones an. Ein neues FNAF-Fangame. Und die Animatronics sehen echt interessant aus. Als hätte sie jemand vergessen. Ui. Wir starten mal ein neues Game. Nacht 1, 12 Uhr. Das ist natürlich kein Free-Roam-Spiel, aber es soll sehr gut aussehen, was ich so gehört und auf Bildern auch selber gesehen habe. Ja, war gelogen. Hä? Was ist, das hier eine... Was muss ich hier... Okay, das hier ist auf jeden Fall eine Tür. Die können wir auf und zu machen. Okay. Okay. Das sieht aus wie eine FNAF 1 Freddy-Maske. Okay. Okay, aber wie sehen die Animatronics aus? Warte mal. Oh, lol, hier ist einfach so ein Bonnie-Kopf. Okay, wir haben oben rechts Power, könnt ihr sehen. Paar 90% haben wir noch. Hier sind Chica, Bonnie und Freddy auf der Bühne. Bonnie steht einfach in der Mitte. Was soll das? Okay, Cams können wir hier... Irgendwie hat alles hier eine Cam. Jeder kleine Fitzelraum hat eine Cam. Was ist das hier oben? Ah, Toiletten. Alright, das ist die Hauptbühne. Okay. Ich dachte, das Game sieht gut aus. Sorry. Oh, ich höre lustige Geräusche. Ist jemand aktiv? Ja, Bonnie hat sich bewegt. Oh, Bonnie sieht aber... Die Animatronics sehen aber wirklich krass aus. Muss man ja mal sagen, ne? Also, Map und Kameradesign ist halt so lala, aber die Optik von den Animatronics, die ist schon fies. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Was hat... Oh, Signal lost. Ich bin auch gerade am überlegen, ob ich mich überhaupt wehre oder ob ich Bonnie einfach mal laufen lasse. Wo ist Bonnie hin? Bonnie ist da... Oh. Okay, sieht schon fies aus. Achso, das ist die Fliege, die Bonnie da am Hals hat. Ich dachte eben, Bonnie hat irgendwas komisches... Um den Hals hängen, sah irgendwie richtig strange aus. Aber warum ist hier Bonnie und hier einen Bonnie-Kopf? Das verstehe ich wiederum nicht. Und was ist das hier überhaupt für ein Stromknopf? Kann ich das irgendwie aufladen? Ich meine, wir haben hier unsere Maske. Kann ich... Wenn ich auf die Nase klicke, kommt ein Kacki-Geräusch. Oh, da auch, guck mal. Kacki. Ein Pups. Okay. Bonnie ist auf dem Weg nach hier unten. Ich weiß nicht, wofür der Schock hier ist. Kann ich damit Bonnie schocken? Kann ich wen anders damit schocken? Ich will einfach nur irgendwen schocken, falls ich es noch nicht gemerkt habe. Warte, was soll das hier eigentlich sein? Ist das hier eigentlich ein Fenster? Oder was ist das hier? Ich meine, das hier drüben ist eine Tür. Das sehe ich. Ja, was ist das hier? Ist das eine Durchreiche? Ist das eine Theke? Ist das... Oh, hi. Kannst du deinen Arm bitte runternehmen? Das ist ein bisschen gruselig. Leute, wir haben Movement. Hi, hi. Was... Oh! Was? Was war das denn für ein Jumpscare? Ich habe Bonnie geschockt und von Chica so einen elendig räudigen Jumpscare bekommen. Ich denke, das reicht aber auch für dieses neue FNAF-Game. Die Animatronics sind cool. Aber das war's auch. Und falls ihr sehen wollt, wie reich man mit FNAF-Games wirklich werden kann, checkt das Video hier aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.